Hallöchen, Freunde. Servus. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der letzten Folge haben wir hier noch so einen Kollegen gekillt, der die junge Dame hier angegriffen hat. Und die hat uns da blöde angemacht und dann haben wir sie abgezockt. Gut, warum ist hier so ein komischer roter Punkt? I don't know. Wir gehen einmal unsere Level-Ups durch. Sind wir jetzt eigentlich wieder voll geheilt? Wenn wir Level Up sind? Eigentlich schon, ne? Stufe 3. Passivverhalten, Paktvorteil. Was ist das? Was macht das mit uns? Oh, Paktvorteil. Dein Schutzpatron macht dir ein Geschenk für deine treuen Dienste. Wähle einen der folgenden Pakte aus. Pakt der Kette. Du gewinnst einen Vertrauten hinzu, einen Feengeist, der eine Form deiner Wahl annimmt. Okay. Es kann ein Tier, ein Teufelchen oder ein Quasit sein. Pakt der Klinge. Du kannst eine Paktwaffe beschwören oder eine Waffe, die du trägst, binden, wodurch sie magisch wird. Paktwaffen nutzen den zauberwirkenden Attributsmodifikator des Anwenders anstatt Stärke oder Geschicklichkeit. Meine Güte. Pakt des Folianten. Dein Schutzpatron gewährt dir den Folianten das Buch der Schatten, der dir erlaubt, göttliche Führung, gehässiger Spott oder Dornenpeitsche zu wirken. Also das Geilste, würde ich sagen, ist entweder Pakt der Kette oder Pakt des Folianten. Weil ich beides nicht weiß, was besser ist. Ein Feengeist, der eine Tiergestalt annimmt. Teufelchen, ne? Wer ist das? Ich weiß nicht, was ein Quasit ist. Ich nehme ein Teufelchen. Bitte. Achso, ich kann das dann aussuchen, oder was? Okay, nehme ich. Zauber. Okay, jetzt können wir Stufe 2 teilweise nehmen. Okay. Okay. Jetzt können wir entweder noch einen Stufe 1 Zauber dazu nehmen oder einen der unseren, schätze ich mal, verstärken oder einen stärkeren auswählen. Eine Dolchwolke. Beschwöre eine Wolke aus rotierenden Dolchen, die alle im Wirbel angreifen. Klingt geil. Blindheit. Blende die Kreatur Angriffswürfel im Vorteil, alles klar. Krone des Wahnsinns. Lasst einen humanoiden Gegner irre werden und die nächste Kreatur angreifen, wenn Verbündete ist. Dunkelheit. Erzeuge eine Wolke magischer Finsternis, die Kreaturen darin komplett verschleiert und blendet. Kreaturen können weder in die Wolke hinein noch aus ihr herausfahren, durchführen. Auch geil. Fesseln. Schränke die sich deiner Kreatur ein, damit sie dich ansieht. Person festhalten. Unsichtbarkeit. Wäre wahrscheinlich auch interessant. Spiegelbilder. Nebelschritt. Umgehen von. Teleportierst du dich? Okay. Sengender Strahl. Auch geil. Zerbersten. Fügt allen Kreaturen und Gegenständen in der Nähe Schaden zu. Bei Rettungswurf. Die Ziele erleiden dennoch den halben Schaden. Ich probiere das mal aus. Brennende Hände. Auch interessant. Befehl. Ich probiere das mal aus. Das klingt echt geil. Zerbersten. Zauber ersetzen. Das finde ich schon ziemlich cool. Nee, alles cool. Huch! Oh shit! Falschen Knopf gedrückt, sorry. Gehen wir mal noch mal eben schnell durch hier. Ja, ich weiß, Leute, ich weiß. Zauber halten, Zauber ersetzen, alles klar. Wir nehmen Zerbersten und Pakt nehmen wir der Kette. Annehmen. Stufenaufstieg, die kommen direkt zu dem nächsten, geil. Zauber. Jede Menge neue Zauber.
Okay, das geht dann ein bisschen schneller bei den Leuten hier. Welchen Zauber nehmen wir? Beistand, 5 Heilungen. Heile deine Verwundeten und erhöhe ihr Treffermaximum um 5. Oh, sehr geil. Ach so, das sind die neuen Zauber. Oh, ich brauche gar nichts auswählen. Alles klar. Zauber vorbereiten. Oh. Oh. Oh shit. Welcher war da drinne? Kann man irgendwie zurück? der war das, ne? Stufe 1, Stufe 2. Heilen. 4 bis 11. 4 bis 7. Sie ist so unsere Heilerin, ne? Finde ich gar nicht mal so verkehrt. Schild des Glaubens. Ja, ich lasse das jetzt einfach erstmal so. Obwohl, wir haben nur eine Stufe 2. Das finde ich nicht so geil. Heilendes Wort und Wunden heilen. Heile eine Kreatur, die du berühren willst. Schild des Glaubens, schützendes Band. Schwache Genesung, heil eine kleine. Die bräuchte mehr Zauber. Lassen wir so. Der nächste bitte. Hä? Wieso? Switch ich bei ihr automatisch rein und bei ihm nicht? Ausgewählte Unterklasse, Kampfmeister. Okay. Unterklassenmerkmal. Volk. Okay. Unterklassen. Kampfmeister. Kampfmeister verfügen über große taktische Überlegenheit und kombinieren auf dem Schlachtfeld Kampfmanöver mit Erfahrung, um jeden Kampf zu dominieren. 3 passive. Oh, Manöver, okay. Schlag des Befehlshabers. Verbrauche eine Aktion und eine Reaktion, um einen Verbündeten anzuweisen, auf einen Gegner einzuschlagen. Der Verbündete verwendet sofort seine Reaktion, um einen entwaffnender, tänzelnde Beinarbeit. Du kannst Angriffen ausweichen, indem du Gegner bei Nahkampfangriffen gegen dich eine Runde lang im Nachteil sein lässt. Okay, provozierender Angriff. Und versuche das Ziel zu einem Angriff auf dich zu provozieren. Greift das Ziel irgendeine andere Kreatur an, so ist sie ein Nachteil. Nehmen wir den auch. Oh, Riposte. Wenn eine feindlich gesinnte Kreatur dich mit einem Nahkampfangriff verfehlt, kannst du einen Überlegenheitswillen nutzen. Nehmen wir. Riposte ist, glaube ich, ganz geil. Okay, jo, nehmen wir. Die Post ist, glaube ich, ganz cool. Magier. 2 Zauber erhalten. 2 zusätzliche Zauber. Stufe 2 Zauber, nice. Was haben wir hier? Arkanes Schloss. Verschließt die Tür oder magisches Schloss, das Schloss knacken oder Zauber. Was das bringt, weiß ich nicht. Blindheit? Soll ich mit ihnen mal einfach mal Just for Fun Unsichtbarkeit nehmen? Ich weiß nicht, was es bringt. Habe ich mit meiner Figur Sengender Strahl genommen? Und du kriegst Sengender Strahl. Ich weiß nicht mehr, was ich mit meiner Figur genommen habe. Dunkelheit wäre natürlich auch ziemlich cool. Nehmen wir das einfach mal so. Unsichtbarkeit, vielleicht haben wir ja irgendwas davon. Ich weiß es ja auch nicht. Okay, dann gehen wir einfach mal hier runter. Ich habe keine Ahnung, ob ich richtig skille oder ob ich überhaupt irgendwas richtig mache hier. Ich hoffe es zumindest. Oh, ein Eichhörnchen. Wie heißt du? Ein? Bleib stehen. Ich will mit dir reden. Ein Hölzel. Oh. Stimmt, ich habe hier... Geil, ich habe ja dieses Tierdingsbums. Kann ich mit dir reden?
The squirrel lunges at your foot and bites it. Was? Mit Tieren umgehen, das Verhalten der Kreatur studieren. Okay, geil. Geil. You follow the squirrel's gaze to a pair of clumsy, ugly feet. Your own, on her territory. Looking around, her territory extends from one end of the grove to another. Ah, okay. Mit Tieren umgehen. Ist mit einem Zungenschnalzen tadeln. Verschwinde jetzt. Treten. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Nicht schlecht, anscheinend. She studies you for a moment before twitching her ears. Compromise. After a final squeak of warning, break the rules and there will be trouble. She scurries away. Oh, geil, Belohnung. Hölzes Belohnung. Wir haben Hölzes überzeugt, uns auf das Gebiet zu lassen. Sie hat uns ein kleines Geschenk hinterlassen, damit wir uns von den Bäumen fernhalten. Ein Hyänenohr. Geil. Hey, das ist ja cool. Also muss ich jetzt, wenn ich irgendwo Tiere sehe, am besten mit Tieren quatschen. Okay, hier unten ist irgendwie von hier oben zumindest nichts. Ach, warte mal, hier, guck mal. Hier ist ein Hebel. Da kommen wir wahrscheinlich so runter, ne? Won't budge. Was? Won't budge. Kann ich gerade nicht nutzen. Okay, das ist traurig. Achso, kommen wir dann hier wieder hoch. Okay. Dann gehen wir mal hier rum, wa? Ah, von da sind wir gekommen. Alles klar. Dann müssen wir geradeaus. Okay. Okidoki. Wer bist denn du? Die Senke. Ein Händler. I care about our lives. Our future. No, you just care about your stupid apprenticeship. Take that back. Right now. Bist du hier Händler? Refugees, adventurers. No one in years and suddenly we're overwhelmed. Well met. And thank you for beating back those goblins. Most brave of you. Is there anything you need? Act fast if you do. The ritual will be complete before too long. Regelt ihr den Hain wirklich ab? I know it's drastic, but more monsters seem to terrorize this region every day. Und was ist mit den Leuten hier? We druids will be safe. As for those that took refuge here, well, may Sylvanas guard them as they continue their travels. Ich habe gerade gesagt, dass die Region von Monstern überrannt wird. Alleine können sie nicht überleben. As I said, it's a drastic measure. But the survival of the grove is paramount. There just aren't enough supplies to support everyone. Das stimmt natürlich. Ich suche einen Heiler. I pray no goblin arrow has grazed you. Nettie could put you to rights. She should be with the others in the inner chambers. But I doubt she'll be taking on new patients. The grove will be locked down soon. Okay, was verkauft ihr? Just some bits and bobs I no longer need. Kleinigkeiten? Junge. So eine komische Seelenmünze. Oh, jetzt kann ich den ganzen Scheiß hier verkaufen, ne? Wie verkaufe ich denn? Rechtsklick? Ah, Doppelklick, alles klar. Oh, jetzt habe ich die Fackel verkauft. Alles klar, weg damit.
Werkzeug. Oh, ich habe ein Schild, ich habe gar nicht drauf geachtet. Ein Rubinring. Können auch weg. Schlichte Robe, die können auch weg. Altmodischer Hut. Schwere Rüstung ungeübt. Die Schaufel behalte ich auf jeden Fall. Ich weiß halt nicht, ob man sowas gebrauchen kann hier, diese... Hier, das kann weg, das kann weg. Tassen können wir auch wegschmeißen. Was ist das? Eine leeren Knolle. Ein Schaden. Schleudert diese merkwürdige Knolle auf ein Ziel und ziehe möglichst möglicherweise Kreaturen und Objekte heran. Okay, behalten wir erstmal. Das auch. Weg, der kann weg. Hyänenohr. Okay, da können wir noch irgendwas mitmachen. Wasser, ich habe keinen Plan. Flasche. Flasche schmeißen wir weg. Ich weiß halt nicht, kann man das irgendwie. Er hat noch 113. Kerzen. Ich habe auch jeden Müll mitgenommen, ne? Milchkanne kann auch weg. Jo, der auch. Dunkler Verstand. Den behalte ich erstmal. Schneidebrett kann auch weg. Fluch des Vampirs. Komm. Hab ich zweimal? Okay. Die unbeanspruchte. Ich habe keine Ahnung, ob wir so eine Bücher alle brauchen. Silbermedaillon. Auch weg, glaube ich. Der kann auch weg. Ich könnte mal gucken. Wo sind denn die anderen hier? Nee, okay, das geht nicht. Okay. So, was hast du hier? Der hat keine Kohle mehr. So, aber jetzt 759. Jetzt haben wir dann doch ein Gemeinschaftskonto. Okay. Buch der toten Götter. Der uralte Götter. Okay, keine Ahnung. Stachelschild. Hm. 2 bis 9. Zu wenig Gold. Oh, bruh. Sylvanas, guide your path. Sag, du hast noch genug Kohle. Unter den wachsamen Blick von Händlern solltest du vorsichtig walten lassen. Ihre Einstellung dir gegenüber beeinflusst ihre Preise. Okay. Interessant. Is that blood? No, never mind. This is about your precious Borders Gate. I care about our lives. Our future. Forever. No, you just care about your stupid apprenticeship. Ich möchte gerne so eine Kuh haben. Take your time. This place is a bloody death trap, not a sanctuary. You should clear off while you can. Schade. Ich dachte, ich kann eine Kuh mitnehmen und dann mehr tragen. Richtig zuhauen, alles klar. Okay, mit wem reden wir? Hier, ich glaube, das ist der Obermacker hier, ne? The Blade of Frontiers. What a thrill for the children. They're tough kids. Smart, too. The future's in good hands. Okay. Can I have a smaller sword? And again! Swing. Go on. Give me a best shot. Not bad. Again. You, Umi, I don't need you to be like me. You just have to buy enough time to run. Come on, I believe in you. You can do this. Hallo, kann ich euch kurz sprechen? Der Bursche ist ein hoffnungsloser Fall. Ihr verschwendet eure Zeit. Das ist ein guter Ratschlag. Du solltest ihn beherzigen. You're on the right path, Umi. Go on now. Practice what you've learned.
Well met. The Blade of Frontiers at your... The man's smile bends downward, and his thoughts become yours. You are the Blade of Frontiers racing through the wastes of Avernus. Just ahead, a diabolical figure, red skin, single curled horn, blazes with flame, bloodied great axe held high. Hell's great fires. You are on the ship. Okay, er also auch. Ja, wir sind beide von Parasiten befallen. Da ist noch jemand entkommen? Den Göttern sei Dank. Ich kann jeden Freund gut gebrauchen. Wer war diese Frau in euren Gedanken? Tief an den Verstand spähen. Doomed to shed our skin and become a Lithid, or so the stories go. But we haven't sprouted any tentacles. Not yet, anyway. Could just be good luck. I'm not so. Your minds collide once more. Will chases the fiend ignited with rancor. She is an infernal war devil. A threat to the living. Evil incarnate. Shit! You saw her. Advocatus Diaboli. Kein Schimmer, wenn du meinst. Wer ist sie? Ist sie nicht gefährlich, in den Höllen auf die Jagd zu gehen? Den Teufel, vielleicht solltet ihr bessere Gesellschaft pflegen. Geht ihr mit euch? Also mit Teufeln. Her name is Karlak, an Archdevil soldier I swore in my good eye to kill. I tracked her through the hells to the Mindflayer ship, but the damned Illithids infected me before I could end her. She's out there now, preying on the innocent. I don't kill her, she'll leave behind nothing but a trail of corpses. Wir sollten uns zusammenschließen. Ich helfe euch dabei, diese Teufelin zurück in die Höllen zu treiben. Ich suche nach einem Heilmittel für diese Infektion. Wir sollten uns zusammenschließen. Just so you know, my first duty is Karlak. I'm oathbound to go after her. But I won't deny this infection is bothersome. I accept your invitation. You'll need to make room if you want to partner up, though. Still, when the time comes, call for the blade. I won't be long to answer. Okay. Geht in mein Lager und wartet dort auf mich. A splendid plan. We'll talk more there. Aber wo ist denn mein Lager? Wo geht er denn jetzt hin? This one's heavy. I'll see if we can. Okay, wir haben ein neues Mannequin. Again. Okay, ich möchte erstmal wieder. Danke. Ein Rucksack. Ohne irgendwas. Okay, darf man hier einfach so reingucken und so? Feuerschale? Ich weiß ja nicht, wie teuer der Loot hier ist und so, aber hier scheint alles leer zu sein. Moin, wer bist denn du? Karon, dich suche ich nicht. Okay, hier ist, glaube ich. Ach, das ist der eine Typ da wieder. Okay, wer bist du? Meli? Damon. Steintür. Let's see what this does. Oh. Okay. Was habe ich getan? Ich wollte das nicht. Vielleicht. Vielleicht auch doch. Verborgenes Gemach? Steintür? Was habe ich getan? Suchen wir den Typen nicht? Ist das deine Leibwache hier? In dem Kunststoffschwert? I should speak up. Ah, I've already spoken to your traveling companion. Ach, das ist der Obermacker hier, well met. Have you spoken to Korga? Ich habe keinen Plan, wer das ist. Ich bin nicht eurer Bote, ich will euch etwas anderes sprechen. What is it? Was führt eure Leute hier in die Wildnis? Ich suche einen gewissen Zoru. You'll find him in camp. What do you want with him? Das geht uns beide was an. Er hat hier seltsame Kreaturen getroffen. Ich möchte mehr erfahren. Right. He's been going on about something of the sort. You'll find him in the caves, but we won't stay here much longer. Ja, ja. See that you don't distract him from his duties.
Alles klar. No, sir. Was? But if there's a clear path past those goblins, they'll find it. Yes. Of course. Okay, ciao. Wo ist diese komische Heiler? Also die... Was? I've already told you I don't have it. Ja, chill. Okta. Tantchen. Ihr seid Köche wahrscheinlich, ne? Ich laufe einfach mal hier so ein bisschen rum und guck mal, wen wir so finden. Ich glaube, wenn ich jetzt hier mit jedem quatsche. Zoro. Das ist der doch, oder? Den wir suchen. By Mordai's eyes. Another one. My friend's blood not enough. Come to rip me open too. In Kresh Kalir, a formal greeting begins with a bow. Is this monster with you? Habt ihr dieses Monster dabei? Ja. Und ihr tut besser, was sie sagt. Ihr habt die Frau gehört. Verneigt euch. Ja, ich will ihr eigentlich gar nicht zu viel Gehör schenken, ne? You dare interrupt. Has the tadpole ravaged your senses? Na schön, tut, was ihr tun müsst, aber beeilt euch. Chucky, fine. Nicht so bockig, Alter. Na, ihr könnt wieder atmen. Ich lasse nicht zu, dass sie euch etwas tut. Ihr sagt mir, gesehen habt. Thanks. What do you want from me? Information. On the road to Baldur's Gate, near the mountain pass. Saw us before we saw it. Jammed its blade through Yul's belly, straight to the other side. And I just ran. The map. Show me. Danke für eure Hilfe. Ich bitte um Entschuldigung, meine Gefährtin. No hard feelings. Ja, das war doch mal nett. Was geht hier ab? Der ist im Käfig. Du brauchst da nicht provisorisches Gefängnis, was? You ain't gonna shoot me. Your hands are shaking. Put it down. She can't fight back. That's the point. Get out of the way! She didn't kill your brother, Arca. You're better than this. Shoot before you lose your nerve, Tiefling. If you ever had it to begin with. Es könnten eure letzten Worte sein. Zwischen die Armbrust und den Goblin treten. Was hat er denn getan? Ich kann mich ja jetzt nicht einfach so dazwischen stellen. Ich weiß ja nicht, was hier Sache ist. I'm not afraid. Chosen by the absolute I am. I'm blessed. Oh, I'll bless you all right. Was? Tiefling vortreten, beobachten, was passiert. Looks like the Absolute sent me a protector. You're gonna kill him too? You, move! Einschüchtern runter mit der Armbrust und schicke ich euch zu eurem Bruder. Nein, er schießt mich. Ganz einfach, oder? Das wird keiner nicht, auch nicht rechnen. Es wird sich nichts ändern. Ach, das ist die von dem Wall? Kann das sein? Wir lesen erstmal ihre Gedanken. Sie will Rache und Tod für ihren Bruder, ist klar. Canon would hate me for this. But he's not here. They took him from me. Es wird sich auch nichts ändern.
ist ja auch eigentlich richtig, ne? Wie gesagt, das wird sich auch nichts ändern. Also. You're right. I wish you weren't. I really do. Die vom Wall. Damn you. Damn it! Why do you care if a goblin lives or dies? Weil sie keine Zielscheibe ist, sondern eine Person. Wenn sie stirbt, nimmt sie all ihr Wissen mit ins Grab. Eine Goblin-Gefangene, ihr entscheidet nicht über ihr Leben. Weil Rache einen auffrisst, ihr würdet den Goblin zwei Siege an einem Tag bescheren. If you believe anything the beast tells you, you're an idiot. It's all right, Arca. Let's go. Okay. I'm gonna bite the heads off your kids and your birdies and your... I ain't sure why you're protecting me. Don't care, neither. It's too late to make friends, warg meat. My tribe's coming. They're gonna burn this pretty place for the glory of the Absolute and hang you by your guts. Okay. Ich habe euch das Leben gerettet. Ihr solltet dankbar sein. Wer ist diese Absolute, die euch so wichtig ist? Eure Gottheit? Goddess! We're burning her name across the face of the world, we are. The Absolute is gold from the sky, she is. The blessing in the storm and the storm itself. Ah ja. Hm, klingt interessant. Habt ihr heilige Literatur bei euch? Eine allmächtige Göttin, die den Käfig befreien kann? Maybe she sent you to help me. And you will. If you want to save your skin. And if the teeth stick a few arrows in us on the way out of here, don't worry. Priestess Gut will patch us up. Got a whole lab set up. Cooks up potions that fix our lads, no matter how much of a beating they take. Could probably stick your head back on if someone was to chop it off. Mighty Booyog. A goblin healer. We really are desperate, aren't we? Tja, ich würde sie gern mal kennenlernen. Nette Geschichte. Habt ihr die für ein Kupferstück gekauft? It's the truth. I swear on your mother's grave. Get me out of here and I'll tell you where to find her. Deal? Ihr habt mir alles im Wesentlichen erzählt. Ich finde die Priesterin schon allein. Keine Chance, ihr werdet diesen Käfig verrotten. Even if you did find my tribe, they'd set the wargs on ya. You need me. Get me out of here, and I'll tell them what a good friend you are. Nee, ciao. Suit yourself. Looking forward to seeing what your innards look like. Du bist mir ein bisschen zu aggro, dafür, dass ich dich... Dafür, dass ich dir dein Leben gerettet hab? Was mit euch? The last time a subordinate questioned my judgment, I ate tongue stew that very night. I warned you, didn't I? You ought to reconsider keeping her around before she causes real trouble. Untergebene? Nein, wir sind Partner. Ihr werdet mich mit Respekt behandeln. Ihr habt euren Punkt gemacht, wenn ihr damit fertig seid, mich anzufunkeln. Was tut ihr als nächstes? Kenyank, your tantrum proves you no wiser than a hatchling. The teethling was clear. If there are Githyanki west of here, that must be our objective. Purification cannot wait. Yep. Ihr habt Tiefling gesagt. Was haben wir hier mit Läuterung? The Kresh holds the Zathisk. It will cleanse us of the parasite. By covenant, I can say no more. Okay, was ist mit dir? Believe it or not, but I witnessed a similar standoff back at the Yawning Portal. Of course, an establishment like that invites all sorts of outlandish entertainments. Was ist das gehende Portal? An inn in Waterdeep. Oh, never a dull moment there. Adventurers come from all over Faerun to try their luck down the well. Okay. Leads into the Undermountain, you see, full of death, danger. Vast amounts of treasure. Ooh, nice. Hard to resist. Okay. Was ist das denn für eine Konfrontation? Oh, a drow, a dragonborn, and a cleric of Sirik walk into a bar. Your standard fare. Okay, alles klar. Maybe someone was cheating at cards. Maybe it was some weird lover's quarrel.
In any case, out came the crossbow, and a hush fell over the entire room. Und was geschah dann? I stood up and yelled, Shadow Dark Ale for everyone. The crowd cheered. The tension drained into 5 dozen tankards, and soon all was well again. In a place like the Yawning Portal, the most powerful magic is calling for a round of drinks. Mind you, all I did was call for ale, but you went and stood in front of that crossbow. Ah, drink to that. Hm. Ich mag ihn irgendwie. Okay, was machen Sachen? Schlafsack. Halt die Schnauze. Okay, warte mal, wo ist denn jetzt hier unser, die Klinge der Grenzen, Smaragdhain. Wir gehen erstmal in Smaragdhain, oder? Wo, warte mal, wo? Rettet die Flüchtlinge, sucht Begleiter. Ein Magier namens Gellengrub angeschaut. Er behauptet, dass er auf dem gewesen sei. Was bedeutet, er ist ebenfalls infiziert. Wie schon er sagte, dass er baut das Tor. Alles klar, das wissen wir auch schon. Wir haben ihn wild rekrutiert, einen Monsterschlechter. Ja, alles klar. Geil. Suche Nachtlied. Ja, okay. Aha. Rettet die Flüchtlinge. Das würde ich gerne mal machen. Okay, ist das das? Nachtlied? Krippe? Was war denn Smaragdhain? Rufe Heilerin Nettie zur Hilfe. Ah, alles klar. Was ist das denn? Das ist auch dahin. Warum ist das hier alles aktiv? Und wenn ich das mache? Nur mal so Interesse halber. Ah, dann ploppe ich immer da zu dem Ziel. Alles klar. Okay, das ist das. Rettet die Flüchtlinge. Das ist das. Da gehen wir hin. Da gehen wir hin, Leute. Wir retten die Flüchtlinge. Was ist hier? Ah, hier waren wir, ne? Hallo, kleiner Mann. Hier werden wir gesehen, ne? Von dem da. Seid ihr Händler? Mattis? Chili Mini hat ein Gespräch. Hold out your hand, mister. Let me show you something. Ist das meiner? Go on. Take this ring. It's lucky. Schickes Kunststück. Den Ring nehmen. You haven't seen anything yet, mister. Go on, take the ring and watch your fortune change. Seinen Trick kopieren und den Ring verschwinden lassen. Oh, 15 ist ziemlich hoch. Oh, ho, ho, ho. Oh, das war ja immer... Nee, komm, scheiß drauf. Hört keiner gesehen. Hard luck, mister. But like I said, we can change that. Watch. Call it. Heads or tails? Ich nehme Kopf. Heads it is. Nice. See? That's the kind of luck you get from one of my lucky rings. I've got more where that came from. Real cheap too. Interested? Auf jeden Fall. Halt, ein einziger Münzwurf beweist noch lange nichts. Dein Danke. Kann kaum an der anderen Bahn sehen. Danke für den kostenlosen Ring. Das ist doch kein Zauberring. Die Runen sind Unsinn. Danke für den kostenlosen Ring. Hey, hold on, you gotta pay for that. Ja, du kannst ihn wieder haben. Also verkaufst du die hier? Ich bezahle dich mit Erfahrung. Der Ring gehört jetzt mir. You got it. One sec. That's what I got. Okay, Zammer, was hast denn du hier? Einfach nur so stinknormale Ringe, okay. Färbemittel. Okay, können wir noch ein bisschen was verticken hier?
Oh, der ist auch gleich pleite, der Junge. So. Ach, fick die Henne. Nothing caught your eye. You suddenly feel something moving against your back and turn. Ganz ruhig, ich bin nicht wütend. Du hast es nicht einmal geschafft, mir was zu stehlen. Geh mir aus den Augen. Motiv erkennen. Sie schweigen, mustern, vielleicht sind sie Krokodilstränen. Ihr Theater ignorieren und sie packen. Gedanken wahrnehmen, ihre Gedanken lesen. Da sind wir doch, glaube ich, ganz gut drin, oder? Oh, war auch nicht. Scheiße. Oh no. No, what are you doing? Die kleinen Schmarotzer hier. Kann ich mal mit dir reden, mein Freund? Hallo? Hallo? Dein Kumpel wollte mich gerade beklauen. Hey, are you here to trade or? Deine Partnerin ist deine Diebin. Yeah, I know. I was standing right here telling her to rob you. Hauptsache meine Kameraden, meine Gefährten stehen direkt hinter mir und sagen nicht ein Wort. Sie soll sich entschuldigen. Tu wenigstens so, als täte es dir leid. Du kannst es wieder gut machen. Gib mir den Anteil von deiner Beute. Fine. I'm not so good at counting, but I think any percentage of zero is zero. Look, you caught her. Good for you. You aren't a chump like everyone else around her. Now, do me a favor. Make room for the chumps. Das nenne ich einen Geschäftsmann. Please, last room. It is forbidden. Okay, Freunde. Ich würde sagen, in der nächsten Folge gehen wir mal in diesen Hain rein und schauen, was da so zu holen gibt. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis denn. Tschüss mit Ü.